Sowieso so ein Ding, das finde ich mega verwirrend. Bei dem Game. Ja. So, herzlich willkommen zurück bei Sea of Thieves. Endlich schaffen wir es mal mit mehreren Leuten zu spielen. Mit wem denn? Weiß ich nicht. Irgendwelche Randoms. Ich hab gehört, dass so ein Trollo ist abgedampft kurz vorher. Ja, stimmt. Einer ist hat sich verpisst. Einfach ja, ihr so. Könnt mal, ihr könnt mir direkt In-Game-Voice auf Push-to-Talk machen. Irgendwo bitte. Warum? Weil ich höre weil ich hör Peter schon doppelt im Discord. Achso. Oh, nice. Also In-Game-Einstellung gleich Push-to-Talk bei Sprachchat. Ich glaube, das habe ich sowieso schon eingestellt, oder? Naja, dich höre ich auch nicht, aber ich habe Peter gerade schon doppelt gehört. Weil ich wollte, als ich das aufgenommen habe, nicht, dass irgendwelche Random-Spieler mich hören, wie ich hier mit mir selber rede. Seaforth's got in chambers filled with treasures. Das kann man doch nicht so schnell lesen. Which are jealously guarded by phantoms loyal to Flameheart. Warte jetzt mal hier. Ja, und es ist spät. Es ist viel nach zwei. Hörst du mich immer noch doppelt? Nee. Ja, komisch, also ich habe den Peter gar nicht doppelt gehört. Doch, ist schon. Oh Gott, die Controller, ey. Ich fliege auf dem Boden. Hey, ich sitze am Tisch. Ich wundere, mir leidet ein bisschen länger. Jetzt bin ich da. Ah, hier ist Deadman. Natürlich, irgendwelche Monster-Skins. Wo bist du, Peter? Da. Ja, Problem ist, ich kann irgendwie nicht mit PC schauen, aber mir braucht das Tastatur schon. Yeah, so. Ich muss es mir auf PC echt runterladen, Mist. So, wollen wir mal gucken, was ist, hast du was vor, Andi? Ja, ich mache hier erstmal das denn. Habt ihr euch eigentlich Sachen, habt ihr euch Sachen gekauft hier? Nö. Also mit Echtgeld oder mit jeder Ingame-Währung, die man sich auch verdienen kann? Beides. Ich halt safe beides, ich will dafür schon verdient können. Alter! Also Schiff kann ich. Ja, wer hat denn da. Geht denn hier nochmal. Ich weiß die Steuerung nicht mehr. Wie kann ich die Leiter nehmen? Ja, mit F-Sorge. Ah ja. Ich hab E gedrückt. E ist sonst immer. Ja, wer hat denn da hier schon das Schiff angebrannt? Ja, was du meinst. Ich weiß nicht. Ja, Peter. Wo ist denn nochmal das Menü? Ah, auf Q. Brennt unten auch noch? Nee. Ich wollte es gerade löschen. Peter, ey. Mach dir alles direkt kaputt. Für uns mal Ressourcen hier. Ja, die brauchen wir jetzt auch. Dank Peter. Ach, gibt's hier nur eine untere Ebene in dem Schiffchen? In dem Schiff gibt es eine untere Ebene, ja. Okay. Okay, dann ist hier alles voll in Ordnung. Das glüht jetzt die ganze Zeit so. Ach, das, ich dachte, das ist vom Brand. Nein, das ist das Schisskin. Ah, das sieht okay, cool aus. Stefan? Ja. Schieß dich. Nee, ich schieß mich selber. Hier, nimm mal die Kisten her. Ups, ich bin übers Ziel hinausgeschossen. Und wohin damit? Naja, also du kannst das. Die Wooden Chest hier bei dem Holz habe ich jetzt hingetan. Und die kannst du auch bei der Food Crate hinmachen, also hier bei dem Essen. Oder du legst es halt einfach oben aufs Deck. Okay, ich habe meinen kaputten Controller genommen, das war vielleicht nicht so schlau. Da. Warte. Egal, das stellt woanders hin. Jetzt kommen wir durcheinander hier. Ich pack ja auch immer die Kanonenkugeln immer in das oberste einfach zusammen. Damit man nicht einfach irgendwie drei halbvolle Fässer hat. Ich muss erstmal wieder mit der Steuerung klarkommen.
Gibt's eine Kanone, mit der man sich zurückschießen kann? Oh. Ich gucke jetzt auch gerade mal, ob es irgendwie was Neues auf der Karte gibt, weil ich habe jetzt die Season auch noch nicht gespielt. Oh mein Gott, ist das gruselig. Aha, ich bin auch da hingeflogen. Traitor's Fatewatch, das heißt was, da gehen wir jetzt mal hin. Moment! Nord, Nordost. Ich habe Angst vor Haien, ich hasse tiefes Wasser, auch in Spielen. Vor tiefem Wasser, wo ich nicht reingucken kann, habe ich Angst. Das ja. Kann man auch verziehen. Die Segelboote werden dann hoch, damit man halt als Fahrer trotzdem noch ein bisschen sehen kann, wo man hinfährt. Was macht ihr eigentlich jetzt da hinten? Kommt man zum Schiff hier? Ich dachte, ihr wolltet hier COD spielen. Machen wir doch. Und nicht Ladensimulator. Warte, warte mal, was besser ist. Wo ist die Kneipe? Hier oben. Jetzt besorgt dich nicht. Was? Würde ich übrigens mal kurz fragen, kennt ihr den Sword Dash Trick? Nee. Komm mal hier, Stefan, komm mal her. Warte, warte, warte. Peter, komm. Weil, Stefan, guck dir das mal von da an. Komm, ja. Ein Stück hier vorne. Ja, warte. So, kennst du das? Nee. Ist es geht? Nee. Du kannst auch hier von einem Steg hier kannst auch einfach. Wie macht man das? Einfach Heavy Attack mit dem Schwert einfach am Rand. Am Rand? Ja, ja, so am Rand, wenn du halt so am. Zum Beispiel jetzt, wenn du am Steg stehst, kannst du jetzt einfach in Richtung. Wenn du jetzt sagst, ich will jetzt Rand. So. Ah ja. Oh, oh, bist du da. Leute, warum bewegt sich die Welt so schlimm? Ach, hast du es besoffen? Natürlich hat er sich besoffen. Hat da jemand Fahrt? Warte, haben wir Kopf auf dem Schiff bestimmt, oder? Natürlich haben wir Kopf auf dem Schiff. Ich bin unterwegs. Peter. Ja, warte. Bin ich gleich unten. Okay. Okay, wo ist er? Komm Stefan, wir holen das Ding jetzt mal hoch hier. Dann mal losfahren. Arbeite! 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 Lässt er das irgendwie da runter? Der verläuft sich unterm Schiff, Alter. Die Lord Roddy! Wir fahren direkt los. Ja, wir gehen jetzt Nord-Nordost. North-North-East. Da lang! Da lang! Ich spiele euch ein schönes Liedchen. Ich spiel auch schief. Ich bin noch nicht besoffen. Oh, was ist da hinten? Okay, Andi, sag an, was hier mit den Segeln passieren soll und so. Sind die Kanonen alle geladen? Die Kanonen sind noch nicht alle geladen. Ladet mal die Kanonen durch! Warte mal. Oben. Und haltet die Segel im Wind. Ah, ich hab... Das könnt ihr komplett vergessen, weil wir einmal gerade im Gegenwind sind, aber ist egal. Kannst ja drehen. Ne, ne, wir müssen ja da vorne hin. Wir sind jetzt quasi auf Kurs. Ah, okay. Ja. Auf Kurs da hinne, da. Oh, das leuchtet gefährlich. Das leuchtet gefährlich. Wie kann man sich eigentlich setzen?
Emote, warte mal, wo gab's das Emote? Also warte mal, setzen kannst du dich hier an den Rändern hier. Da gibt es halt einfach Text. Achso, nee, einfach so random, meine ich. Ich kann ihn nichts mit Seed. Ah, doch, da. Dann sitzt du da. Und ich glaube so random, warte mal, wo war das nochmal? Eisberg direkt vom Bau! TTT! Bei mir ist es auf Y. TTT! Das wurde mir gerade vorgelesen, TTT. Naja, es gibt schon mal dieses Text-to-Speech, stimmt. Wo war denn nochmal der Chat? Auf T. Peter, bist du in echt auch besoffen, oder? Kann ja mal. Gefühlt, ja. Ich komm jetzt da oben! Dich, mein Positron, geh weg. Push. Ich kann ja hier mal meinen Kostüm ablegen. Dann sehe ich auch normal aus. Da schießt sie wer auf uns. Ja, das Fort. Alles klar, das Fort. Wir müssen das Fort stürmen. Oh, oh Mist, ich weiß nicht mehr, wie ich. So. Oh mein Gott, ist das unsere Aufgabe? Hast du uns direkt dahin geschickt? Ja. Na, klasse. Hält euch an Anker und ihr ankert, wenn ich sage ankern. Wo ist denn der jetzt? Ah, da. Ankern! Ah! Falscher Kopf! Oh boy. So, jetzt reparieren, nach unten laufen, reparieren. Ist doch alles gut. Ich schütte das Wasser ein. Ich repariere! So, und jetzt nehmt ihr euch ein paar Früchte aus dem Früchtekorb hier hinten. Damit ihr was zu fressen habt. Wo ist der Früchtekorb? Und dann. Da guck mal, da sind die Geister schon. Food Barrel ist leer. Da, Bananen. Wo kann man sich denn nochmal hier die Waffe wechseln? Auf, die Waffe wechseln, da gibt es hier dieses. Zum Geist? Hier, hier. Ja, eben hier. Hier am Schiff, ne? Ja, hier unten. Ja. Muss da unten hier. Das ah, da. Ja. Weil dann nehme ich mir lieber eine Waffe, eine Pistole. Als ein Scharfschützengewehr. Ich weiß nicht, ist das ein Geist oder? Ja, ja. Der Türkis. Nö. Jetzt machen wir es mit Peter, wir gehen an Land. Ach, das ist gar kein Geist, das sind Speere. Jetzt gehen wir da rein und machen alles kaputt, was hier ist. Okay. Ich habe keine Ahnung, wie das aussieht hier alles, aber wir machen das jetzt mal rein. Ne? Hier unten ist eine Falltür. Töten! Oh, hier geht nach unten. Da ist aber niemand. Ich weiß nicht, ob wir dafür jetzt irgendwie eine Quest brauchen. Schatz entdeckt. Nö, eigentlich ja nicht. Ich hab einen Goldpausch gefunden. Ich weiß nicht, wie ich hier hochkomme. Bin ich denn hier runtergekommen? Okay, hier gibt's irgendwie. Muss man hier einen Schlüssel finden. Es gibt hier eine. Wollen wir die ganzen Sachen hier plündern? So die Bananen. Ja, natürlich. Da gibt es überall Türen, die man aufmachen kann, irgendwie bei den Kisten und so. Das war eine Banane. Sind hier irgendwelche Gegner? Ja, ja. Gespawnen Gegner. Also ich höre immer mal ein Schwert. Amerikanischer Musik. Jetzt habe ich hier niemanden. Hier sind irgendwo gerade welche gespawnt.
habe ich gehört. Ja, so 4 Stück. Oh Gott. Eda, ich will Helfe. Oh. Weggeknallert. Kommt her, ihr Schweine hier. Ah. Ich hab halt keine Ahnung, wie die Dinger hier funktionieren, aber wir machen einfach jetzt mal. Phantome bezwungen. Also ich schätze mal, das ist immer so wellenmäßig und jedes Mal, wenn der Gong kommt, dann kommen neue Gegner. Ich habe hier schon mal einen Bounty Skull gefunden. Ja, lass mal erstmal die Gegner wegmachen und dann. Oh, die Treppen kommen so hoch. Achtung. Oh, da ist ein explodierendes Fass, oder? Ah. Oh Gott. Au. Ich treffe nicht. Oh mein Gott, ich bin doch gerade am Essen. Ja, ich bin am Essen. Aua. Die Conquistadores. Überall Ammo-Pouches, also. Hier oben noch welche? Ja. Jetzt gerade nicht mehr. Okay, noch mehr. Oh, ich brauche Muni. Alter, was ist denn jetzt los? Hm? Okay, unten spawn ich. Okay, irgendwo ist unten wahrscheinlich noch welche, oder? Ja. Schwächlinge 3. Oh, hier noch mehr hier unten. Wie viele sind das? Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ah, das ist ganz oben sind die Leute. Okay. Aua. Ah, die kommen auch von unten. Kann es sein, dass er die letzte ist jetzt? Nee. Weil wir jetzt. Aua. Ah ja, hier ist ein Captain. Hier ist ein Captain of the Fortress. Die Musik wird auch cooler. Noch cooler! Aua. Oh. Scheiße. Oh shit. In der Fortress-Kästchen. Das ist meine Banane. Ja. Er ist hier unten. Uff. Geil!
Fortress Treasure Key. Wo hast du eben gesagt, wo gibt's den Schlüssel? Oh, wo war der denn nochmal? Ich glaube eher unten. War das unten irgendwo? Hier muss irgendwo. Hier ist die Tür. Hier also. Ja! Oh, lol, hier ist actually. Oh. Krass. Ein Lagerraum, ein Schlüssel für den Lagerraum. Ja, hier gibt es ziemlich viele Truhen, geil. Ich hab grad voll ewig Gold aufgesammelt, aber dann waren es nur 190. Ja. Okay, meine Kraft wird mir verarten. Gold! Gold! Ah, da hast du auch noch Sachen. Ja, ja. Was ist das hier? Crate of Exotic Silks. Okay, ich hab mir noch eine Kraft. 20 Pixel. Ich sinke. Warte mal. Stell die mal da oben an die Mauer. Ja, hier, du kannst die mit der Harpune ansammeln. Genau. Ne, warte mal, wo sind die Harpune? Die Harpune sind ja nur vorne. Die sind ja nur vorne. Ich etwas ab. Bin ich da dran? X, glaube ich. Also mit F kannst du nehmen und mit X kannst du durch den Weg. Warte mal. Ich leg dir euch da vorne hin, ihr könnt ihr dann hochnehmen. Dann. Segel ist ja noch gesetzt. Ich wollte gerade sagen, macht das Segelfeuer hoch, wenn ihr den wollt. Ist es denn da, hier? Da. Dann drehe ich nämlich das Schiff ein bisschen. Huch. Den Content finde ich aber eigentlich relativ angenehm, muss ich sagen. Jo. Wer hat denn hier die schönen Segel? Wie die schönen Segel? Die schwarzen. Die Segel, also alles, was wir gerade auf dem Schiff haben, das ist von mir. Ah. Statt jetzt, warte mal. Ach ja, der Ankammer, der muss ja noch gelichtet werden. Naja, ja. Du gedreht hast, habe ich auch. Warte mal, hier ist ja noch Fortress Storeroom Key. Haben wir jetzt noch einen Raum? Ich hab doch einen Lagerumschlüssel bekommen. Ja, hol dir das mal her, ich drehe das Schiff hier und dann hole ich das gleich alles aufs Schiff hin. Warte mal, guck mal, ich. Peter, hol mal noch den Rest, der da ist. Ich guck nicht mal noch, was da noch Rest Ich muss das aber so hart drehen, weil die Front ist sonst direkt am Felsen. Ich weiß nicht, was jetzt hier passiert. Leider gar nichts mehr, ne? Jetzt gerade habe ich gefühlt 144 Pixel. Das Schiff steht weiter weg als vorher, ich wollte es nur sagen. Ja, aber ich komme jetzt mit der Harpune dran an die Kisten. Ja, geil! Stefan, da müssen noch mehr sein. Im Raum. Noch mehr. Achso, ja. Ich guck mich ja jetzt gerade nur noch um, ob hier noch irgendwas ist. Okay. Weil wir ja noch einen zweiten Schlüssel haben. Ich hole gerade die ganzen Vorräte mal hier rum, oder? So, ja. Und sowas. Ich fahr mal ein bisschen näher ran. Kannst du mal den Anker lichten?
Ja, Moment. Oh, ich wollte gerade mich rüberschießen. Nur das ganz bisschen. Das hier ist aber auch irgendwie ein insaner Punkt, um sich irgendwie Explosive Kegs zu holen und Kanonenkugeln. Das ist ja übel viel. Ah, ich hab's gefunden. Tatsache. Ja, lol. Ist Team dran? Ist Team dran, ne? Ist Team dran? Der war irgendwie doof. Also, jetzt wieder hoch war, dann kann man es heranziehen. Rennen zusammen, Alter. Alle Firewall Crate, oder so. Habe ich das Segel eigentlich wieder hochgemacht? Nein, hast du nicht? Hab ich nicht. Ihr macht das. So. Ja, das reicht. Besser wird's nicht. Besser wird's nicht. Ja, das ist ja cool. Da oben. Ja. Gesundheit. Warte mal, bin ich hier schon gewesen? Du bringst jetzt Sachen nach unten, Peter, und. Oder wo bist du jetzt? Ja, ich will die ganze Zeit Früchte und tu die unten einlagern. Achso. Dann würde ich jetzt hier nämlich die Truhen auch an Deck bringen und dann. Ja, wir haben Leck. Oh. Ja, das geschlagene Leck, das müsst ihr aber jetzt mal wieder fixen hier, wa? Alles gefixt, gar kein Problem. Das hört man gerne, ja, da. Gar keine Panik. Gar keine Panik auf der Titanic. Ja, jo, ich hole mir auch mal Früchte, weil ich bin hört. Früchte. Schon ein bisschen bitter, ich krieg ab. Ne? Nice. Wir dürfen nur keine Heulkiste kriegen. Ach, die sind auch easy eigentlich. Warte mal, ich hab hier noch eine Kiste hier. Aber wer stellt denn hier die Kisten auf der Treppe? Da fliegt man ja drüber. Ich habe euch da mal was hingestellt, da könnt ihr auch noch mal. Okay, war keine gute Idee. Der ist jetzt irgendwo anders. Das hat so nicht funktioniert. Alter, wie viele Kisten. Mit Schiff. Ja. Da also. Hä? Ich war doch gerade hier. Oh boy. Da! Die Kiste hängt an der Leiter. Ja, ja. Ich glaube, die Kiste können wir da jetzt knicken, ey. Nee. Muss nur da hoch. Ich mach das jetzt. Oder du musst das mit der Harpune nehmen. Ich muss nur da hochkommen, irgendwie. Ah, hier ist eine Treppe. Na komm. Kommt man doch dran. Ich komm hier gerade von hier oben, komm ich nicht mehr dran.
Nee. Also, ich hatte gerade. Ich stand eben und konnte theoretisch. Warte, ich geb dir Stütze. Ah, ich hab's da bekommen. Nice. Danke für deine Stütze, Mensch. Okay, ich muss das Spiel doch runterladen. Ich hab nur. Oh shit! Dabei. Ich schmeiß es. Ja, Cloud Gaming ist. Oh fuck. Ah, ah. Das sah spektakulär aus. Granatapfel. Nach einer Explosion Granatäpfelchen essen. Hm. Ist jetzt alles, oder ja, ist da noch was? Ja, wir haben jetzt eigentlich alles. Okay. Ah. Da können wir jetzt eigentlich ja auch schon wieder an den Outpost gehen und das einfach mal alles abgeben. Ja. Können wir auch einfach wieder in den Süden fahren. Hier macht das schon. Dann setzt Segel. Alles klar. Nee, eigentlich kann ich nicht. Kann ja so bleiben. Ja. Wohin müssen wir? Süden? Süden. Okay. Obwohl, da ist eine Spielergalione. Das ist auch nicht so geil. Aber. Wo? Geradeaus. Hier links. Echt brave. Lass mal Westen. Geh mal voll im Westen. Lösch die Lampen! Wo ist denn fern? So, jetzt gleich geht es straight nach West. Hoffentlich nicht nach Kanye, ne? Ja. Was ich bin für Meuterei. Darauf sagt man ein schönes Lied. Schiff ist aber fix. Das Schiff ist fix, ja. Die Brigantine ist, glaube ich, das schnellste Schiff. Stefan, ich habe mal so eine Piratenflagge angefasst, ne? Ja, sehr schön. Theoretisch müsste ich eigentlich mal. Warte mal. Wir packen jetzt alles, was wir an Loot haben, oben aufs Schiff, geordnet. So, ich hoffe, es war auszuhalten bis hierhin. Ich habe jetzt mal die Master Volume runtergedreht. Wir geben gleich so schnell wie möglich ab. Ja, ich weiß nur nicht, wohin man die Sachen alle bringen muss. Einzeln. Also. Ja, das sag ich gleich. Ja. Werden wir verfolgt oder so? Ja, da hinten ist ja eine Spielergalion, also wir wissen nicht, was die eventuell machen. Weißt du, die haben geleuchtet? Ja. Nee, da hinten war noch eine Spielergalion, keine Skelettgalion. Wenn du die bunt leuchten siehst, dann ist das eine Skelettgalion. Wenn du die einfach nur in einer Farbe leuchten siehst, dann ist es Spielergalion. Okay, sobald ich eine Spielergalion sehe, mache ich hier den. Okay. Aber was machen wir dann? Ja, Sachen schnappen und abhauen. So, warte mal, wo sind wir? Jetzt gehst du mal ein bisschen West-Südwest. Und ich nehme mal ein bisschen Segel raus. Okay. Da vorne die Insel, die so leuchtet. Genau, da gehen wir hin. Okay. Das ist quasi eine der behindertsten Inseln, um Sachen abzugeben, aber da machen wir es trotzdem. Wir werden langsamer. Ja, ist ja auch Sinn. Wir sind ja auch fast da. So, die Skelettköpfe hier.
Wo ist denn hier nochmal das Fernröhrchen? Das da hinten irgendwo? Da hab ich doch was gesehen. Sieht man eigentlich, wenn Unterdeck Licht ist, sieht... Ach ja, hier ist ja auch alles. Ja, das sieht man auch. Ah, hier brennt nämlich noch was. Hab ausgemacht. Warte mal. Leuchtet das immer, der Outpost, oder nur, wenn da Spieler sind? Nee, der leuchtet immer. Okay. Ich bin nämlich, als ich gespielt habe, nicht wirklich vielen, vielen Spielern begegnet. Ja. Ist der hinter uns ein Schiff? Da ist einfach nur ein Felsen, der so komisch ist. Wo hinter uns? Kannst du Kompass rausholen und sagen, welche Richtung? Südost. Südost. Das, ach, du siehst das Fort. Das ist das Fort, das ist so die Insel mit den zwei Türmen links und rechts, ne? Ja, ja. Ja, vielleicht da. Aber da ist auch ein Schiff. Da hinten, das ist die Spielergalione. Ich kann gerade nicht sagen, ob die hinter uns sind oder nicht. Also ob die hinter uns herfahren oder in die andere Richtung. Aber wir kommen halt auf einen übelst behinderten Engel. Du musst mal links rumfahren. Ganz stark links reindrehen. Steuerbord. Nee, Backbord. Backbord, Steuerbord. Steuerbord ist rechts. Ja, genau. Was muss zuerst genommen werden? Nimm vorne einfach die Kisten. Naja, hier müssen wir hin. Hier müssen wir hin. Ich mach jetzt das Segel komplett raus. Oh mein Gott. Ja, ja, alles gut. Okay. Anker, Hilfe oder? Rechts rein. So. Und Anker wieder hoch. Ah. Ja, jetzt. Ach ja, Steuerbord wieder gerade, by the way. Mhm. Ist. Was Steuer gerade? Ja. Okay, jetzt können wir quasi, wir nehmen uns die Kisten hier, die Chests of the Damned und die Dinger hier. Und dann, genau, das kannst du auch nehmen, Stefan. Okay. Und dann folgt ihr mir. Oh mein Gott, ist das spannend. La la. Das ist halt. Ach du Scheiße, ist das weit. Ja, ja, deswegen, das ist die dümmste Insel halt, einfach weil du halt einfach so übelst lange warten, weil du auch übelst lange laufen musst. Ja. Yeah. Alle Kisten da abgeben? Naja, die vom gleichen Typ, die wir gerade hatten, ja. Okay. Schade. Ist ja auch gut, dass unser Schiff ein bisschen leuchtet nur. Ja, ja. Ja. Oh. Diese Monstergeräusche, die man so hört, ist das einfach nur Ambiente oder ist hier irgendwo ein Seeungeheuer? Nee, nee, das ist immer Viertel nach drei. Da ist Viertel drei morgens, da ist immer, Viertel drei. Da hörst du dann immer dieses Seeungeheuer. Ich weiß auch nicht warum. Oh, Ashes of the Damned can be handled here, take it to the Merchant Alliance Stall. Wo ist der denn? Naja, genau, das Ding, das nimmst du und bringst es hier hin. Okay. Hier hin. Ah, okay. Diese Kiste bringst du immer hier hin. Ah, Peter, sehr schön. Ah, ne, ja doch, ziemlich geil. Ja, hier, hier, hier. Ja, 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 ja.
So, hier die Kiste, dann nehmen wir wieder zum Gold, oder? Das hat man halt irgendwann einfach raus, so weißt du, die Goldkisten immer zum Goldhoarder, diese komischen Kisten mit irgendwie Silks oder sowas, was halt sich nach Güter anhört, so. Das einfach immer zur Merchant Alliance. Mhm. Und ja, kann man sich halt, die Totenköpfe halt immer zu den, zu der Order of Souls, zu den Kult. Ja. Da gibt es aber halt immer noch diese Besonderheit, die. Es gibt ja noch so Meerjungfrauen Edelsteine. Und das sind halt diese Rubine, die Emeralds und die Saphire. Und die kannst du überall eintauschen. Die kannst du einfach, egal wohin, kannst du die einfach einbringen. Und die bringen immer einen Fixbetrag an Geld. Davon haben wir eine. Das ist jetzt die Truhe, die du jetzt hast. Die kannst du jetzt nicht direkt abgeben. Muss ich aufmachen und dann Zeug rausholen, ne? Ja, ja. Ich weiß aber jetzt gerade nicht, was drin ist. Da ist auf jeden Fall ein Saphir drin, glaube ich. Genau, das ist. Ja, das ist jetzt einfach alles, ne? Du kannst den Saphir jetzt nehmen und kannst den hier abgeben, wenn du willst. Und den Rest. Zu der. Ja. Den Rest auch, oder? Golden Reliquary ist ja vom Golden Typ und der andere ist für die Alte, der Kopf, ne? Für die Alte. Ja, der Kopf für die Order of Souls. Goldzeltchen. Die Truhe bringt die, also soll man die behalten? Also wenn man jetzt theoretischerweise jetzt sagen würde, so jo, wir wollen jetzt noch weiterspielen und wir machen jetzt noch sicken Sachen, dann würde ich die behalten, weil die halt einfach ziemlich gut ist. Weil du kannst ja einfach bei so Totenköpfe oder so halt einfach da drin verstauen und dann kannst du die halt mit einmal nehmen. Aber ich schätze mal, da wir jetzt wahrscheinlich jetzt aufhören, kannst du die auch einfach verkaufen. Aber ich muss vorher bis zum Uhr kaufe ich mir hier Sachen. Hm? So. Was sagst du, Peter? Wo kaufe ich mir Sachen? Es gibt verschiedene Cosmetic Stores hier. Und wo gebe ich den Totenkopf ab? Wie bitte? Wo gebe ich den Totenkopf ab? Den bei der Order of Souls. Das ist, ich glaube, jetzt haben wir alles, ne? Da musst du mal rechts die Treppe hoch. Ja. Irgendwie so eine Wahrsagerin. Wahnsinn. Genau. Da musst du genau da rechts die Treppe hoch. Und dann machen wir eine Rechtskurve und dann. Eine Rechtskurve! Da gibst du die ab. Hier oben ist das Pirate Emporium, das ist halt der Echtgeldshop, wo du bist gerade, Peter. Ja, wie viel Geld habt ihr? Gold meinst du? Ja. 136.594. Ich hab 3,4 Millionen. Okay. Und 50 von den goldenen am Anfang und 35 von den blauen. Listet. Weiß ich nicht. Oh, ich will Captain Jack Sparrow haben. Und die Kerkhound. War aber jetzt hier nicht so schönes Wetter, hier wo wir waren. Ne, das ist ja auch The Wild. The Wild ist immer. Moment, immer, ja, The Wild ist es. The Wild ist immer. Da gibt's krasse Stürme und. Also das Wetter, was wir jetzt halt gerade drin haben. Wo führst du uns hier hin? Moment, ich kann jetzt gerade noch kurz was machen, bevor wir jetzt aufhören. Ja. Ich bin ja eh gerade noch im Shop. Peter straight up, er ist im Shop. Geh mal gerade, ich habe mir kurz was mit Diplomen gekauft, ja. Hüpfen, ja, ja. Ach, mit Diplomen. Dublonen. Wenn ich mich jetzt schieße, ich habe das wieder vergessen, weil ich so lange nicht gespielt habe. Wenn ich mich jetzt schieße und an Land lande, ist Schaden? Nee. Okay. Wir schießen, glaube ich, nicht. So.
Stefan, kommst du mal her an den Tisch? Ah ja, 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 ja. Tisch. Ja. Dann vote es mal für die Quest. Jetzt haben wir hier an dem Ufer hier eine Quest für die Insel bekommen. Okay, cool. Da kriegen wir jetzt einen Schlüssel. Ein Schlüssel da. Das ist sogar der Schlüssel ist sogar relativ da, wo Peter gerade war. Der Schlüssel ist nämlich hier. Yeah! So, und jetzt gehen wir wieder zum Schiff. Na toll. Dann holen wir uns nämlich jetzt noch die passende Truhe. Macht der Andi alles. Hier liegt ja noch was. Hier ist ein Schlüssel. Naja, lass ihn da liegen. Okay. Dann setz ich mich hier hin. Ah. Nee, du musst noch an den Schiff kommen. Ah. Moment, komm jetzt. Moment. Dead Van. Der Pirat, der die sieben Meere im Bilderbuch gesehen hat. Genau. Im Bilderbuch. Also. Im Bilderbuch. Gelesen hat. Ach Leute, hier haben wir einfach eine Kiste übersehen. Die ist eh nichts wert, ist egal. hier. Aber die blitzt doch vielleicht für andere, oder? Naja, aber sehen die nicht über die Entfernung, ist ja keiner nett. Was soll ich machen? Vote for Quest? Ja, genau. So, und jetzt haben wir wieder eine Quest bekommen. Für die Kiste jetzt hier. Für die Kiste. Das wäre so lustig, wenn wir mal jemanden fangen würden. Aber wir können uns doch gegenseitig auch in den Knast einsperren, oder? Ich glaube, gibt es den Knast überhaupt noch? Also hier ist ein Knast unter Deck. Echt nicht? Das ist ja doof. Das ist ja doof. Das heißt doch, warte, ist das nicht eine Brick? Nee. Brick ist das, ja. So, siehst du. Gibt's die noch? Ich glaube, auf der Schaluppe gibt's die nicht mehr. Auf der Schaluppe gibt's keine, nein. Auf der Schaluppe gab's eine. Haben wir eine Kanone gehört. Das war die geile Bombe. Flaschenlimo. Ich hab's. Eine Delf-Überschätzung gehört. Sagt derjenige, der sich immer Gott nennt. Der Name ist Programm. So. Können wir hier mal einen Schlüssel reinstecken. Aha, er will ihn reinstecken. Peter, ist schon spät oder was? Jetzt kriegen wir hier einen Ritual Skull und Tome of Fire und einen Tome of Curse. Das kriegen wir hier raus. Das heißt, im Klartext. Wieder Andi die ganze Zeit alleine spielen. Das gibt jetzt Duplonen. Kriegen wir die alle? Für alle, ja. Ja. Und ihr schaltet noch ein Outfit frei, was ihr dann kaufen könnt. Warte mal, ich glaube, ich muss das hier abgeben, ne? Ist ja mittlerweile, genau. Kannst du hier mal nehmen. Oder? Kannst du es hier verkaufen. Der alten, die hier steht? Naja. Verkaufen, nicht ablegen. Ich hab die verkauft. Naja. Ich hab jetzt 60 Stunden. Nee, warte. Zählt noch. Alter. Haben wir 420? Yeah. 420? 100? Wieso habe ich die jetzt? Ich habe wieder welche abgezogen. 105 habe ich. Ich bin bei 420. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, welches, was ihr da jetzt gerade frei geschaltet habt. Ich auch nicht. Das war, glaube ich, am Ashen Tom 5 und Tom of Fire 1. Ashen Tom 5. Muss ich jetzt googeln, was das ist. Dieser große Piratenkopf schwebt hier nicht mehr, oder? Nee, den gibt's nicht mehr. Weil den gab's ja eigentlich schon ziemlich lange.
Also hier, du meinst hier den roten, Flameheart? Ja. Nee, den gibt's nicht mehr. Okay. Ich glaube, den haben sie rausgenommen, weil der halt einfach den Leuten auf den Sack gegangen ist. Ja, kann ich verstehen. Und stattdessen haben die jetzt, glaube ich, ich glaube, der ist jetzt eine Quest so. Ich glaube, das haben die jetzt so gemacht, dass du den als Quest bekommen kannst, glaube ich. Weil ich kann mir jetzt gerade nicht vorstellen, dass sie das einfach komplett rausgenommen haben. Stattdessen gibt's ja jetzt hier diese Forts hier. Form of Fire 1 war das auf jeden Fall. Das Spiel ist schon schick, ne? Ja. Das ist schon sehr schick, ja. Ach, ihr müsst. Ich glaube, ihr habt die, das Schlagzeug von der Ashen Dragon. Könnt ihr jetzt kaufen. Also das Musikinstrument, das Schlagzeug. Da muss man sagen, da hat Microsoft im Nachhinein mit Rare noch was Gutes angestellt, nachdem die das von Nintendo geklaut haben. Nachdem die das was? Das Studio hier. Nintendo früher. Das ist das Wesen, die Donkey Kong gemacht hat. Rare hat Conker's Bad Fur Day gemacht, die Viva Pinata und... Ja, aber das Wichtigste, was die gemacht haben auf der Welt, Donkey Kong. Ich weiß gar nicht, ob die Donkey Kong gemacht haben. Ich weiß, dass die Banjo und Kazooie gemacht haben. Donkey Kong Country Series. Auf den Nintendo, auf Super Nintendo. Die haben auf jeden Fall Banjo und Kazooie haben die gemacht. Dafür sind die eigentlich bekannt. Und Viva Pinata. Donkey Kong... Boah, Junge, jetzt schmeiß ich erstmal den Platz. Doch, das ist das beste Spiel, was die was gemacht haben. Das weiß ich nämlich. Ja, Leute! Oha! Tatsache, hat Rare gemacht, ja. Siehste? Aber die haben auch, wie gesagt, Banjo und Kazooie und Conker's Bad Fur Day gemacht. Ich weiß gar nicht, wie lange die jetzt, und wie bei Pinata halt für die Xbox, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange die jetzt schon nichts mehr für Nintendo machen. Gar nichts mehr. Die sind exklusiv für den Xbox. Nee, das weiß ich allerdings auch nicht. Achso, 2000 darum. 2005 warum? Hey, what? Kassetzari. So, Druck, so, Skandala. Aber ich finde, das ist wohl der Gipfel. Der Gipfel. Gipfel der Unmöglichkeit. Ich will hier so ein paar Sachen kaufen. Cool. Im Echtgeldshop. Mach doch einfach. Im Echtgeldshop. Hier so schöne Hundis. Ich habe einen Hund. Hundi. Ich habe keinen Hund. Ich will auch keinen. Hier ist, glaube ich, eine Kiste verbuggt. Ach nein, doch nicht. Du bist was. Am liebsten mit der Planke hier schlagen. Das geht doch nicht mehr klar, wie sehr ich das will. Wie ich das will. Ja, dann sag ich mal bis zur nächsten Folge. Wenn es wieder mal heißt Sea of Thieves. Weiß nicht, wie lange das wieder dauert. Ihr habt das ja alle vermisst. Wenn es wieder heißt Sea of Cosmetics. Der Andi wieder 3 Jahre warten muss, bis wir. Bis wir halt mal Sea of Thieves legit spielen. Ja. Digital Progress. Ja, also ich muss ja mal gucken, was ich morgen vorhab. Aber vielleicht geht das ja, oder was? Achso, du hast voll vergessen zu sagen: Frohe Ostern! Frohe Ostern, ja. Du bist den ganzen Tag nichts drauf. Frohe Ostern! Ich hab das gar nicht so auf dem Schirm. Ich bin ein Ketzer. Wichtiger Feiertag. Wichtiger Feiertag. Ja. Den man ignorieren kann. Ja, Hauptsache man hat frei. Das stimmt, ne? Also Freitag und Montag kann man schon mal frei kriegen. Das ist immer schön hier. Ja, hab ich immer frei. Den Donnerstag und Dienstag auch wegen der Uni. Da hast du auch Uni frei. Vielleicht kann der Stefan bei dir auch. Ich hab nichts mehr mit der Uni zu tun. Ich lerne für mich selbst. Und bin deswegen auch eher ein Schluffi. Ein Schluffi? Ja. Oh, hier ist noch eine Kiste. Was mit Kanonen googeln. Ja, ich muss mich mal zur Prüfung anmelden. Das ist, naja. Ich muss aber auch noch Rest. Mach doch, jetzt hör doch mal auf da mit dem Schiss. Ich bin ja am Reden. Ich muss mit meinen Zuschauern reden. Ich muss meinen Zuschauern sagen, das seid vielleicht ihr, so 50%. Dass ich lernen muss. Du Schluffi bist. Ja. Hier, Peter, was hältst du von den Kanonen? Sind schick.
Ja, was habt ihr denn jetzt hier auf dem Schiff gemacht? Das ist auch wieder neu. Was hängt denn da jetzt? Eine Spinne. Noch mehr Spinnen. Pinke Spinnen. Hi. Fallschaden. Hast du Fallschaden gekriegt? Nein, ich bin nur eine Kanone, so wie sie ist. Okay. Ja, doch, kann auch falsch haben. Das glaube ich nicht. Warte. Ui. Nee, der hat dann echt keinen Schall falsch haben bekommen, weil er ins Wasser gelandet ist. Alter Maulo! Ja, boah, dann macht's gut. Tschüss.